ein göttliches Wesen und ich bin ein Mensch. Ja. Und interessanterweise erlebe ich diese Dimension auch immer bei den Hunden, die in ihrem ganz normalen hündischen Dasein irgendwie glauben müssen. Und auch so eine spirituelle Ebene, die bei jedem Hund auch ganz unterschiedlich ist. Oh ja, da kriege ich gerade Gänsehaut. Ja, das kann ich so nachfühlen. Ja. Und sie müssen, ich hätte es nur nie so benennen können, wie du jetzt gerade. Sie müssen sich mit genau diesen Dingen auch rumplagen, einen begrenzten Körper zu haben, als Rüde zu gucken, ob der andere Rüde kastriert ist oder nicht und so weiter. Also auch mit solchen Dingen müssen sie sich rumschlagen. Und vielleicht, wenn wir gerade bei den Tieren, also jetzt in dem Fall bei den Hunden sind, kann man sich ja auch fragen, warum haben die keine Probleme mit dem Fühlen? Und warum haben, fällt mir gerade ein, ausgerechnet wir, die damit so große Probleme haben, über so lange Zeit abgestritten, dass Tiere fühlen können? Ja. Es ist so erschütternd, dass ausgerechnet wir, die gar nicht mehr wissen, was Fühlen ist, uns sowas erlaubt haben. Ja, ja. Weil die Hunde, wie wir alle bezeugen können, leben wie alle anderen Tiere auch, sie drücken ein Gefühl sofort aus. Sie sind damit verbunden. Ja, genau. Und deshalb können sie auch die Situationen immer verdauen und können in jedem neuen Moment neu anfangen. Ja. Das erlebt man auch mit Tieren, die schwer traumatisiert sind. Die brauchen auch Zeit, weil sie einfach eine größere Ladung verdauen müssen. Aber sie brauchen nicht so viel Zeit wie wir Menschen, die diese Ladung oft ununterbrochen erneuern. Genau, die anstauen immer weiter, ja. Ja. Ja, weil wir nicht mehr wissen, wie kann man direkt fühlen, direkt. Ja, genau. Was mir gerade einfällt dazu, du sagst, dass wir den Tieren das immer abgesprochen haben. Jetzt habe ich gerade gedacht, das Positive ist ja fast der Segen daran, dass man ihnen das dadurch zumindest nicht verboten hat. Also, weißt du, wir haben nicht die Chance gehabt, das zu verhindern. Ich glaube, wenn uns Kindern, als Kinder jemand das abgesprochen hätte, wäre es manchmal fast besser gewesen, weil wir es hätten leben können. Also, ohne das stimmt es nicht, weil wenn du dir die ganzen Hundeschulen anschaust, die sogenannte Aggressionen, einfach nur ein Ausdruck von Wut, wegdrücken mit Gewalt. Hast du recht. Wegfüttern durch Ablenkung. Was bei Hunden alles als, das merke ich ja auch, was bei Hunden alles als aggressiv, wo ich sage, der ist nicht aggressiv, aber was sofort, wie viel Angst Menschen auch haben, ihr Hund könnte aggressiv sein. Und eigentlich sind das so eigene Themen. Ne? Das ist ganz spannend. Ein neues Feld, ein neues Thema, das man auch mal sprechen könnte. Ja. Aber das ist wirklich sehr komplex. Ja. Also wir Menschen haben, das sehen wir einfach sehr gut an einem Tier, mit dem wir so viel zusammen sind wie mit dem Hund. Ja. Weil wir so viele Ausdrücke wegdrücken wollen, vor denen wir Angst haben. Stimmt. Also, aber eigentlich immer nur Angst, wie andere es bewerten. Denn jeder Hundehalter, den ich bisher fragte, wie ginge es dir denn mit dem Thema, was du hast mit deinem Hund auf einer einsamen Insel? Ja, genau. Dann wäre es kein Thema. Thema, genau, ja.